Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der dritten Runde. Und wir dürfen uns direkt aussuchen. Oh, wir könnten Magierschütze nehmen, aber eigentlich wollen wir nicht Autotanken. Zu der dritten Runde Arena, Multi-Arena auf dem PBE. Wir rollen mal. Ja, wir nehmen den Boomerang. Okay. Genau, was ist Phase? PBE, deswegen Hyping, nicht wundern. 16 Leute in einer Lobby, 8 Teams. Die Runden dauern trotzdem gleich lang. Es geht also alles ein bisschen flotter. Es gibt neue Items, neue Maps, es gibt neue... Alles. Alles ist neu. Oh, hier fände ich natürlich auch wieder das Horde beschwören. Ultra cool. Mal schauen, okay. Nice, der erste Boomerang hat gehittet. Warte mal, der hat Q-Cooldown. Anders ist das gar nicht möglich. So, jetzt müssen wir vor dem hier ein bisschen wegkommen. Ja, das ist ein klarer Win in my book. Let's go. Die Runden gehen gleich lang, also geht alles ein bisschen flotter. Ja, das ergibt sogar Sinn, Meister Joghurt, wenn du mal dein Gehirn einschalten solltest. Wir haben jetzt nämlich mehr Teams. Das bedeutet, mehr Teams fliegen in der gleichen Zeit raus. Das bedeutet, die Zeit ist gleich, aber es geht alles ein bisschen flotter, weil mehr Teams rausfliegen müssen. Verstehst du? Das ergibt schon alles Sinn. Okay, oh nein. Oh, Fähigkeitstempo, ja. Nehmen wir. Ein bisschen schneller die Fähigkeiten hier wegspitten. Ich könnte jetzt schon einen Bonus-Stat kaufen. Ja, aber das machen wir nicht. Oh, aber Boots können wir kaufen, ja. Okay, ich höre nur Blabla. Oh Mann, hört mir auf. Hört mir auf, du. So. Die Runde beginnt. Oh, der hat extra Range. Oh, scheiße. Ah, ich werde sterben. Fuck. Nein, es reicht nicht. Oh, er hätte mit dem Q für einen Crit auf den Set gehen sollen. Da hätte er den Kill bekommen. Ja, okay, wir kriegen auch so den Kill. Das ist wichtig. Ein Kill pro Runde gibt uns nämlich immer ein bisschen Cash in die Tash. Oh, haben wir das Horde beschwören wieder? Ist es das? Ja, das ist Horde beschwören, ne? Let's go. Wir werden so viele kleine Viecher beschwören. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist mega witzig. Wenn du angreifst oder einem Gegner mit der Fähigkeit Schaden zufügst, beschwörst du 3 leeren Larven, die das Ziel angreifen. Leeren Larven verursachen 28 Schaden und leben bis zu 5 Sekunden. Und vor allen Dingen blocken sie halt auch Skillshots und sowas, ne? Na, die Pflanzen scalen nicht mit Attack Speed. Ne? Würde mich wundern. Also meine Pflanzen greifen, wenn ich mehr Attack Speed habe. Ne, ich meine die Healplants. Achso, die Healplants, ja. Ja, ja, das ist wahr. Dann hätte ich Kampfmagier im Early Game auch mitnehmen sollen. Das wäre wahrscheinlich nochmal besser gewesen.
Okay, wir haben gleich wieder Ult ab. Ja, leeren Larven überall. Leeren Larven! Ich leere eure Larven! Ja, die leeren Larven blocken zum Beispiel Kaiser Q. Ne? Das ist halt auch schon einfach super cool. Die blocken Rammus Rollen. Auch sehr cool. Die leeren Larven kommen durch das Item hier. Das ist der, mit der Effekt von dem. Wenn ich angreife oder Gegnern Schaden zufüge mit einer Fähigkeit, beschwöre ich drei leeren Larven. Hat einen 5 Sekunden Cooldown und die leben 5 Sekunden. Oder bis zu, ne? Die können natürlich auch getötet werden, dann sind die dead. So. Wollen wir wieder warten oder nicht warten? Das ist hier die Frage. Vielleicht auch einfach mal nicht warten. Akkumulator. Es ist kritisch. Oh, geil. Wir könnten hier jetzt nochmal Stats kaufen. Gezeihen gefällig. Was? Okay, egal. Neues Trinkspiel. Immer wenn Phil leeren Larven sagt, einen trinken. Ja, dann gut, lecker Fun. Riftjockel. Dann musst du damit aber auch anfangen. Okay, Severely Sin spielen wir hier. Leeren Larven, Attacke. Alter, wie viel Damage. Der aber auch. Oh, leeren Larven hat, glaube ich, was geblockt. Moin. Hä? Junge, Shaco macht ja über viel Schaden. Ey, und ich spawne einfach die ganze Scheiße voll. Okay, hier wird noch gefightet. Ja, es wird einfach nur überall gefightet. Wir haben einfach nur mega schnell beendet. Oh nein, sag mir nicht, der spielt das Support Master E-Item Build mit Moonstone und so. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Man nannte ihn auch den Gärtner. Ja. Nice, da ist er. Junge, Skarner lebt auch schon ganz schön lange, du. Ah, die haben einen Kill noch bekommen dadurch, weil vielleicht... Okay, ich würde jetzt gerne warten, muss ich sagen. Gibt's denn noch so krasse AP-Items? Was gibt's denn überhaupt? Lol. Oh mein Gott, was? Erhöhtes Leben, Rüstung, MR, Angriffsschaden, Fähigkeitsstärke, Angriffstempo und Fähigkeitstempo um 5%. Dieser Wert wird für jede Drachenseele, die du besitzt, um 5% erhöht. Alle zwei Runden erhältst du eine Drachenseele. Wenn ich alle Drachenseelen habe, erwacht eine uralte Macht. Das heißt, dann kommt der Elder Drake. Das ist ja übel OP. Was? Zur Hölle. Aber das bringt dann nur etwas, wenn man das ganz früh bekommt, ne? Und dann am besten noch mit dem Augment zusammen, dass man... Ja, oh, was? Der hat Gale Force! Ja, schau dir das mal an. Es blockt einfach alles. Wie viel Zeug ich da hab. Oh, wie unlucky. Wo ist denn mein Shaco? Achso, tot, aber der auch. Okay, lol. Ich konnte Shaco nicht reviven irgendwie. Was genau spielst du da für einen Modus? Das ist Arena, das ist Multi-Arena. 8 Teams, 2 gegen 2, 16 Leute in einer Lobby. Und es wird rundenbasiert gefetzt.
Oh, das könnte kritten. Quantum. Nee, machen wir alles nicht. Oh, drei. Genau das meine ich. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt das Item. Hab drei Drachenseelen. Damit komme ich ja viel schneller an den Elder Drake. Was halt übel OP ist. Also nehmen wir Heureka und ballern uns ordentlich AP in die Hütte und kriegen damit sehr viel Ability Haste dann. Let's go. Oh, auch noch Angriffsreichweite auf Shaco. Schmeckt. Oh, die Map ist sehr, sehr insane für uns tatsächlich. Weil wir hier einfach auf Range bleiben. Ja, sterben die auch oder kriegen die überhaupt irgendwie some kind of damage? Oh nein, bitte Ave Maria, rette mich, danke. Come on, die! Was soll das denn? Hallo? Okay. Magiedurchdringung, let's go. Okay, dann kriegen wir gleich nochmal Geld und können uns hoffentlich noch ein Prismatic-Item kaufen. Ja, das, also das ist eine insane Zyra-Runde. Arena im Vergleich zu den letzten zwei Versionen besser, schlechter, gleich. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Es sitzt auf jeden Fall ganz anders offensichtlich. Ich glaube, in die anderen Arena-Runden bin ich leichter reingekommen. Das hier bedarf ein bisschen mehr... ein bisschen mehr Spielzeit. Was ja aber auch was Gutes sein kann, ne? Oh oh. Ich kann mich nicht bewegen. So viele Pflanzen, Boxen und dann noch Void Mites, die wir beschwören. Das ist absolut insane. So, jetzt können wir uns noch einen Prismatic Gegenstand holen. Oh, 1000 Leben. Okay, das bringt uns natürlich alles nichts. Ja, das ist alles Quatsch. Oh, dämonische Umarmung ist wahrscheinlich das Beste. Du erhältst Fähigkeitsstärke, die mit deinem fehlenden Leben skaliert. Also ist schon ein Tank-Item an sich. Aktivieren, um Lauftempo zu erhalten. Opfere 300 Leben und erhalte 100 Lauftempo. 100% Lauftempo. Das hat eine Sekunde Cooldown. Also ich könnte damit mir ganz viel Leben abziehen. Was ja gar nicht mal so gut ist. Aber könnte ich machen. Jo, stirb doch mal! Hallo! Okay. Die ist einfach in uns reingeflasht. Und hat überlebt. Klingt nach etwas, was du in Brotato auf jeden Fall getan hättest. Yep. That's true. Wie kriegt man die Prismatics? Die muss man sich kaufen, indem man hier diesen 3750er Umschlag kauft. Oh, magische Geschosse, absolut OP auf Zyra, muss man haben. Die Kämpferkasse für deine Gegenstände und meine Gage.
Ja, und man kriegt einmal im Spiel kriegt man ein random Prismatic Item. Also man darf sich dann auch was aussuchen. Das ist Runde 3, glaube ich, oder Runde 2 oder so. Lol, Shaco hat einfach nochmal Range bekommen. Wie viel Range hat er? What the frick? Okay, gegen die beiden sollten wir hart gewinnen. Hallo? Ich kann das... Oh, ich konnte das Portal nicht nehmen. Ja, das würden wir auch hart gewinnen. Ich wurde von Riot getrollt. Was soll ich machen? Oh, der Crit. Nice, schönes Ding. Okay, Lauftempo kriegen wir. Ja, Lauftempo, immer Lauftempo. Lauftempo ist OP. Okay, was ist das denn? Oh mein Gott, Chat. Könnt ihr euch an dieses Item erinnern? Das gab's früher mal. Das Icon. Schaut euch das große Icon. War das früher Naturgewalt? Das wurde entfernt. Ich weiß nicht mehr, welches Item es war. Junge, der Sein ist ja mal so stark. Was zur Hölle? Nope, auf dich habe ich gar keinen Bock gerade tatsächlich. Junge, macht der Damage! Holy moly! Okay. So, na, wir kriegen leider kein Prismatic-Item hier mehr fertig. Aber wir können uns einen legendären Magier-Gegenstand kaufen. Ja, leeren Stab ist gut, Kluftformer ist auch gut. Ja, wir gehen für mehr Magic Pen, oder? Wobei, das skaliert auch mit meinem zusätzlichen Leben. Let's go. Und dann könnten wir noch Wertebonus gehen. Oder wir warten einfach ein bisschen ab. Oh, nochmal mehr Lauftempo. Hell yeah. Ich habe 500 Movement Speed. Oh, wir müssen aufpassen vor der jetzt. Vor der Sivir müssen wir aufpassen. Lol. Das ist so gottloser Damage. Alter. Diese Sivir macht so viel Schaden, das ist unglaublich. Okay, harte Zeit gegen die, harte Zeit. Der Reval wurde irgendwie gewonshottet, weil der unsichtbar, er war unsichtbar, aber wurde dann vom Blitzcrankhook getroffen. Okay, gegen wen spielen wir jetzt? Oder spielen die beiden gegen... Ah, die beiden spielen gegeneinander, okay. Das heißt, einer fliegt raus von denen. Ich hoffe, Sivir und Lee Sin fliegen raus, weil ich weiß sonst nicht, wie wir das gewinnen wollen. Die sind beide schon übel stark. Reval muss halt die Sivir getötet bekommen. Dann kann... Also der Lee Sin ist kein Problem für mich. Einfach gewinnen. Ach so. Junge, der Sein ist so groß, ne? Macht so viel Damage irgendwie. Und der Garen auch. Der Garen tötet doch die Sivir gleich einfach, oder? Irgendwie. Hoffentlich. Nee.
Oh, ja. Die E. Ja, das ist halt broken, wenn der Garen einmal rankommt, der hat die alte Fiora ult. Hier, wo ist denn die alte Fiora ult? Da, Klingenwalzer. Dann aktiviert er seine E, macht die Fiora ult und macht dann der One-Shot an jeden. Ja, was war das denn für eine Q? Oh Gott, der Lee Sin macht aber auch Damage, hat aber seine Q gemisst. Wir können jetzt die Pflanze nehmen. Ja, die verteidigen jetzt einfach die Leiche von Sivir. Bis der Kreis kleiner wird und spielen dann 1v2. Oh, lol, der Hook. Und jetzt kick raus, kick ihn raus. Oh nein, raus, nicht rein. Aber jetzt ist da noch eine Sivir Passive, eine Sign Passive. Das ist so krass. Okay, nice. Jetzt spielen wir nämlich gegen die beiden. Wir könnten noch einen Magiergegenstand kaufen, aber Boots sind tatsächlich ziemlich wichtig hier. Oh. Ich könnte das halt verkaufen. Dann kriege ich da jetzt Horizon Focus. Krieg nochmal mehr Movement Speed, alles klar. Ich renne einfach. Warte mal, wieso kriege ich nicht noch mehr Movement Speed? Hallo, ich hab doch. Okay. Okay. Ja, schön Pokey, Pokey, Pokey machen. Ja, einfach Spells irgendwo hinwerfen. Irgendwie habe ich eh fast keinen Cooldown. Und nicht so richtig viel zumindest. Okay, wir haben da ein kleines Problem. Ja. Ich werde, glaube ich, einfach nicht für den Revive spielen. Okay. Was? Der Kai, der kann durch eine Wand! Jetzt spielen wir für den Revive. Bin aber selber tot. Ich habe mich damit geopfert, wenn er jetzt den Garen one-shottet. Ah, nee, aber der hat wieder Fiora ult. Nein, zweiter Platz! Oh Mann! Weil der Garen. Hä, der ist. Was? Der ist durch eine Wand gelaufen. Oder ist der da rüber gedasht mit. Mit Gale Force über Wände? Was? Alter.